So, geschlafen, nun kann es weitergehen. Ich sollte dringend nach Martin suchen. Ich hoffe, er ist immer noch unten im Flüchtlingscamp. Denn wenn er woanders wäre, wäre das nicht sehr von Vorteil. Das Wetter ist nicht wirklich besser. Für was alles das? Für was? Tod und Verderben. Wohin man auch nur sieht. Kann sich Quartier davon erholen? Ich kann es nicht beantworten. Paul, es ist nicht deine Aufgabe, dies zu beantworten. Wir können nur weitermachen. Und uns wehren. Da hast du recht, Karate. Da hast du recht. Er scheint wohl hier für das Tor zu sein. Egal. Dann wollen wir mal. Ah. Das Pferdchen ist doch da. Ich dachte, sei bei dieser ganzen Kämpferei weggeritten. Sind da sehr schreckhafte Tiere. Aber das trifft sich sehr gut. Dann wollen wir mal. Alle. Hopp! So. Sehr schön. Gut. So kommen wir ein bisschen schneller vorwärts. Machst du sehr gut, Pferdchen. Nur so weitermachen. Hier bessert sich wenigstens das Wetter. Und ich sollte dringend mal ein paar Fackeln mir zulegen. In der Dunkelheit sieht man nicht wirklich viel. Und es wird ziemlich schnell dunkel. Und wenn es mal dunkel ist, dann ist es sehr, sehr, sehr finster. Ist wirklich ganz anders als in Skyrim. Dort ist es auch in der Finsternis ziemlich hell. Ah. Wollen wir mal. Das müsste Martin sein. Jopp. Entschuldigung. Euer Name ist doch sicher Martin, oder? Ich habe gehört, wie ihr geholfen habt, die Dedra zurückzuschlagen. Guten Abend. Ich danke euch, Bruder Martin. Es hört sich vielleicht komisch an, aber der Geist des Kaisers hat mich im Schlafheim gesucht. Und mich zu einem Mann namens Joffrey geschickt. Er sagte mir, dass der Erbe immer noch am Leben sei. Und das seid ihr. Also indirekt hat der Kaiser mir befohlen, euch zu finden. Der Kaiser ist tot. Wer seid ihr? Was wollt ihr wirklich von mir? Ich weiß, das hört sich verdächtig an. Und in diesen Zeiten kann man nicht vorsichtig genug sein. Doch, ihr seid Martin, oder? Der Priester? Ja, ich bin ein Priester. Braucht ihr einen Priester? Ich glaube nicht, dass ich euch viel helfen kann. Ich habe momentan Probleme, die Götter zu verstehen. Wenn all dies ein göttlicher Plan ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit etwas zu tun haben will. Ich weiß, ihr seid verwirrt. Die Schlacht war grausam. Und was ihr erlebt habt, das sollte niemand erleben. Doch, es gibt einen Plan. Wir sind alle ein Teil davon. Göttliche Wesen kann man nicht verstehen. Denn sie sind unendlich. Und wir sind es nicht. Welcher Plan? Über was sprecht ihr? Ich habe während dieser furchtbaren Nacht zu Akatosh gebetet. Aber es kam keine Hilfe. Nur noch mehr, Dedra. Wie könnt ihr etwas wissen, das mir dabei hilft, einen Sinn in all dem zu sehen? Ich weiß. Ich wiederhole mich nochmal. Ihr seid Uriel Septims Sohn. Kaiser Uriel Septim? Ihr denkt, der Kaiser sei mein Vater? Nein, ihr müsst den falschen Mann gefunden haben. Ich bin ein Priester Akatoshs. Mein Vater war ein Bauer. Es hört sich komisch an, ich weiß, doch. Ich versichere euch.
Ihr seid der Sohn des Kaisers. Der Kaiser wusste, ihr wart in Gefahr. Deswegen hat er euch woanders hingeschickt, damit ihr behütet aufwachsen könnt und nicht korruptiert werdet. Ihr habt vor dem Tod des Kaisers mit ihm gesprochen und er trug euch auf, mich zu finden? Das hört sich vielleicht etwas komisch an. Ich habe indirekt mit ihm gesprochen. Sein Geist hat mich in meinen Träumen besucht. Doch, wieso würde ich euch anlügen? Ich weiß nicht. Es klingt merkwürdig. Ich denke, dass ihr gar die Wahrheit sprechen könnt. Was bedeutet dies? Was wollt ihr von mir? Im Moment möchte ich nur, dass ihr mit mir zu der Priorei von Weyen kommt. Dort Joffrey trifft. Er wird euch mehr sagen können, als ich das vermag. Die Leute sagen, ihr hättet das Oblivion-Tor zerstört. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben. Ihr habt ihnen geholfen, die Daedra zurückzuschlagen. Ja, ich werde mit euch zur Vaenon-Priorei gehen und mir anhören, was Joffrey zu sagen hat. Geht voran. Sehr schön. Perfekt. Okay, ich habe nur ein Pferd. Würde, glaube ich, sind wir wohl vorerst mal zu Fuß unterwegs. Kommt der Priester mit? Ja, das kommt er. Sehr schön. Gut, dann sind wir wohl erstmal zu Fuß unterwegs. Dann nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Okay. Hier nach unten. Und dann nach Skingrad. Skingrad erstmal die Kutsche nehmen. Okay. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Kommt ihr, Bruder? Ja, sehr schön. Denn ich muss ihn definitiv schützen. Ich weiß nicht, wie stark man einen Priester im Kampf geschult hat. Ich vermute nicht wirklich sehr stark. Ui, jetzt spielen wir auch schon Babysitter für den Sohn von Uriel Septim. Wie tief bin ich nur gesunken? Karatev, du machst gar nichts. Du sitzt in deiner Rüstung und hast nicht viel Produktives geleistet. Ja, ja, mach dich ruhig über mich lustig. Der Tag wird kommen. Und dann bin ich am Drücker. Und dann werde ich dieser Welt zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ja, aber dieser Tag ist noch weit weg, Karatev. Der ist noch weit weg. Ja, mit dem Pferd wäre es ein bisschen schneller gegangen, aber Martin ist nur zu Fuß unterwegs. Aber solange wir auf dem Weg bleiben, sollte das kein Problem sein. Es ist schön, mal wieder normalen Himmel zu sehen. Keine Daedra, keine Monster. Einfach nur der schöne Himmel von Cyrodiil. Schönen Wegweiser. Was haben wir denn da Schönes? Nach Quatsch? Nach Skingrad. Genau, wir wollen ja nach Skingrad. Und dort die Kutsche nehmen. Und dann Richtung Koroll. Und dann das kleine Stückchen noch zurücklaufen. Und dann sind wir wieder bei Joffrey. Und der wird definitiv wissen, wie es weitergeht. Seid ein sehr ruhiger Zeitgenosse, Martin. Aber als Priester kriegt man sicher so einiges zu hören. Ich hoffe, meine Geschichte verwundert euch nicht. Aber der Geist eures Vaters ist wirklich mein Träummaschine. So komisch, wie sich das auch anhört. Schnell kurz nochmal auf die Karte schauen. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Perfekt. Ich hoffe, das Wetter bleibt uns so wohlgesonnen. Dann kommen wir noch ohne nasse Füße in Skingrad an. Ich hoffe, keine Monster haben sich jetzt noch auf den Weg verirrt. Das letzte Mal, als ich hier unterwegs war, war doch einiges hier auf dem Weg zu finden. Oder auch neben dem Weg. Ja. Sollte einfach die Augen offen halten. Es ist
trotzdem schön. Genau für diese Momente liebe ich Cyrodiil. Einfach Ruhe, die Natur. Nichts, das einen angreift. Ich weiß, warum viele Leute aus Skyrim wegziehen, um hierher zu kommen. Ist ein viel schöneres Klima als diesen eisigen Wüsten umherzuirren. Seid ihr noch da? Ja, seid noch da. Sehr schön. Ich hoffe, Quatsch kann sich erholen. Das ist nichts, was man einfach so wegsteckt. Es sind doch sehr viele Leute gestorben. Und bis die Stadt wieder aufgebaut ist, wird es Jahre dauern. Wenn nicht sogar Jahrzehnte. Aber ich hoffe, die Leute geben den Mut nicht auf. Und gehen weiter ihren Weg und bauen ihre Stadt wieder auf. Sag mal, Paul. Ja, Karatev. Wo ist eigentlich dieses wandelnde Skelett hingegangen? Ah, du meinst Arturo. Ich habe ihn zu unserem Haus geschickt. Zurzeit ist er mir einfach zu mächtig und ich kann ihn nicht kontrollieren. Aber indem er das Haus bewacht, wo übrigens auch deine Waffen versteckt sind, glaube ich, hat er eine gute Aufgabe gefunden. Und an Arturo muss man erstmal vorbeikommen. Also sind auch deine Mordwerkzeuge gut bewacht. Schlau nachgedacht, Paul. Du bist da richtig intelligent. Schnauze, Karatev. Ist wirklich wenig los hier auf den Wegen. Macht mir ein bisschen Angst, denn ich bin mir sonst eigentlich gewohnt, dass hier immer die Party abgeht auf diesen Wegen. Aber hier scheint es nicht sehr viel Durchgangsverkehr zu haben. Oh, eine schöne Vegetation, dieses Gebiet. Bäume verfärben sich schon rot. Ist wohl bald Herbst. Oh, es ist außergewöhnlich warm für die Jahreszeit, wenn es Herbst ist. Wenn sich das Gebiet hier an die Jahreszeiten hält. Noch da, sehr schön. Okay, die da oben sehen mir nicht wirklich freundlich aus. Und ich habe noch Martin dabei. Wenn sie nicht unbedingt auf mich aufmerksam werden, dann versuchen wir das zu verhindern. Okay, doch nicht. Da habt mich doch gesehen. Also, kommt her! Martin. Ihr seid aber ein starker Zauberer. Doch mal schauen, was dieses Banditenpack so dabei hat. Ah, ein Dietrich. Kann man für teuer Geld verkaufen. Da war aber noch einer. Wollen wir das doch gleich mal... Ich mal die... das Camp ausräuchern. So, kommt her! Und jetzt fällt um und verblutet! Nichts da. Oh, eine Kriegsaxt. Wieder Geld. Doch mal schauen. Zwei Dietriche. Ihr seid ein echt guter Kämpfer, Martin. Das muss ich euch lassen. Hinten ist ein Fuchs. Was haben diese Banditen wohl alles bei sich? Nichts. Bisschen Essen. Uns doch hier nochmal umsehen. Viel Alkohol. Das zu der Selbstüberschätzung führt. Sonst nichts. Okay. Dann wollen wir wieder zurück auf den Weg. Denn es wurde uns ja geraten, auf dem Weg zu bleiben. Und das sollten wir auch machen. Nicht um noch böse Überraschungen zu erleben. Aber seid ein echt starker Kampfmagier, Martin. Was man heutzutage alles den Priestern beibringt. Da muss man sich ja richtig fürchten vor den Leuten.
Aber besser so. Dann muss ich mir keine Angst machen. Dann könnt ihr für euch selbst sorgen. Und ich habe eine Sorge weniger. Kurz noch mal schnell auf die Karte. Okay. Weiter dem Weg folgen, bis wir eine Stadt sehen. Und das müsste dann Skingrad sein. Mit dem Pferd der Priorei würde das natürlich ein bisschen schneller gehen. Aber dann, da nur ich ein Pferd habe... Oh. Ist das der schwarze Wolf, den ich auf dem Weg hierhin getötet habe? Sieht so aus. Ja. Das ist wirklich der gleiche. Ist aber gut, dass er tot ist. Jetzt würde er nämlich andere Wanderer angreifen. Ach, eine Eileidenruine. Wie gesagt, im Kopf behalten. Ich weiß nicht, was dort alles lebt. Und schon auf mich wartet. Definitiv einiges. Denn diese Ruinen sind selten unbewohnt. Obwohl die Eileiden nur Sachen zur Vernichtung geschaffen haben, lässt es sich wohl niemand nehmen, in deren Ruinen sein Wohnquartier aufzuschlagen. Ah, kaiserlicher Soldat, sehr schön. Das heißt, der Weg hier ist sicher. Oder so sicher, wie er zu diesen Zeiten sein kann. Da unten ist ein Wildschwein. Ja, Wildschweine sollte man nicht reizen. Lassen wir diesen Eber mal am Leben. Zähe Tiere, wenn man sie angreift. Unterschätzt sie gerne. Denkt dann, es sei nur ein noch mal ein bisschen größeres Hausschwein, aber... sollte diese Tiere nie unterschätzen. Plötzlich fehlt einem ein Fuß. Und dann schaut man dann. Was ist wirklich schön zur Abwechslung mal... von nichts gejagt zu werden. Oh, da hinten ist ein Schrein. Sich nicht ablenken lassen, Paul. Du hast deine Aufgabe. Du hast den Erben des Throns bei dir. Da unten ist ein Wolf. Hoffen wir mal, der bleibt da unten. Greift uns nicht an. Aber wir wären dann zu dritt jedenfalls. Und das würde dieses kleine Wölfchen ohne sein Rudel nicht schaffen. Ich bin nicht hier, um die gesamte Flora und Fauna zwischen Quatsch und Skingrad auszurotten. Auch wenn Wolfspelz gut Geld bringt. Ich jage nur das, was ich brauche. Bin nicht hier, um ganze Tierwelt auszurotten. Solange mich das Tier nicht angreift, habe ich auch keinen Grund, es anzugreifen. Hm. Da hinten ist aber ein Hund. Ist wieder ein Camp. Werden wir gleich sehen, ob wir der uns... Okay. Der kaiserliche Soldat. Wir helfen ihm mal. Wenn er Hilfe braucht. Ich habe ja schon gegen Hund. Nein. Okay. Hat das also sehr souverän gelöst hier. Scheint wohl ein Banditencamp zu sein. Okay, ich zwei Hunde. Dann müssen die Herrchen nicht allzu weit weg sein. Oder sind gerade auf Beutezug. Aber das soll mich nicht stören. Geht auch langsam die Sonne unter. Wollt's noch mal schauen. Ja. Gebt hier noch... Sollten noch an einem Lager vorbeikommen und dann sind wir in Skingrad. Sollte ich vor Anbruch der Dunkelheit dort sein. Dann können ich und Martin definitiv die Kutsche nehmen.
angenehmer zu reisen, als alles zu Fuß zu gehen. Auch wenn es einen jung hält. Diese Brücke sieht verdächtig aus. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Ein ganzer Trupp voller Banditen. Okay. Habe ich noch nicht gesehen. Das sind einige. Okay, ich wurde schon entdeckt. Das ist meine super Schleichkünste. Komm her! Die vom Kaiservolk müssen sterben. Nein, definitiv nicht. Tot. Zum Glück habe ich Martin dabei. Gottes Willen, Martin. Was hat man euch nur beigebracht in dieser... dieser Priore. dieser Kathedrale. Die Pfeile nehme ich mal mit. Das kann man alles gebrauchen. Dietriche. Kann man auch teuer verkaufen. Gottes Willen, ihr seid ja ein richtiges Tier, Martin. Euch sollte man sich nicht anlegen. Pfeile nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Pfeile kann ich wieder mitnehmen. Sonst nichts. Und ein Trank. Da ist aber noch jemand hier unten. Okay, ihr wollt euch also mit mir anlegen. Lassen wir es mal darauf ankommen. Okay, kommt her. Wo seid ihr denn, hä? Schlagt ruhig zu. Nicht auf Martin. Sehr schön. Ja. Großes Mundwerk, nichts dahinter. Axt kann man mitnehmen. Nicht, dass die jemand noch aufhebt. Waffen nie liegen lassen. Nicht, dass die plötzlich noch jemand aufhebt und selber zum Banditen wird. Ist, glaube ich, schon oft passiert. Man sollte Waffen immer aufheben und mitnehmen. Sehr schön. Kurz nochmal schauen. Okay. Sollte mal das Lager kommen. Und dann sind wir bald in Skingrad. Ein kleiner Sprint mal einlegen. Irgendwas versucht uns hier an... Oh, ein Kobold! Durch. Martin, nicht so weit wegrennen. Lass doch den Kobold in. Oh, das sind ja gleich mehrere Kobolde. Martin! Martin! Ich muss ganz ehrlich hinterfragen, was ihr in dieser Höhle, wollte ich schon sagen. Es ist jetzt eine Höhle oder eine Ruine, aber was ihr in dieser Kirche gelernt habt. Also ihr seid ein echt starker Kämpfer. Das muss ich euch lassen. Und gleich zwei Kobolde mit wenigen Schlägen zu erledigen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Okay, es wird langsam Nacht. Wir müssen uns etwas beeilen. Also nehmen wir flugs die Beine in die Hand. Wird es Zeit für einen kleinen Sprint, dass wir noch vor Anbruch der Dunkelheit bei Skingrad sind. Nicht, dass wir im Dunkeln noch überfallen werden. Das möchte ja keiner. Hinten ist eine Ruine. Das ist zwar schön. Oh Gott. Ein Bandit. Okay, Fluxwaffe gezogen. Sich in den Kampf stürzen. Ich habe keine Zeit, um mich lange mit euch auseinanderzusetzen, mein Freund. Müsst ihr aber nicht davon rennen. Ja, also. Sehr schön. Okay. Und flux die Beine in die Hand nehmen. Wir haben ja keine Zeit. Bevor es dann wirklich ganz dunkel wird und wir gut aus dem Hinterhalt angegriffen werden können. Eieieiei. Wird's aber schnell zappenduste. Ist nicht wie zu Hause. In Skyrim, wo es selbst im Abend noch ziemlich hell ist. Durch die Nordlichter. Die hat man hier natürlich nicht. Sehr schön.
Und hier ist auch die Kutsche. Sehr schön. Martin. Wir haben es geschafft. Noch zur richtigen Zeit hier zu sein. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Kutsche und dann geht es auf nach Korol.